Hallo Flirt-Profi, herzlich willkommen. Heute möchte ich dir die 6 häufigsten Fehler vorstellen, mit denen du dir deine Chancen im Flirt zunichte machst. Und diese 6 Fehler konnte ich in den letzten 8 Jahren als Flirt-Coach immer und immer und immer wieder bei meinen Coaching-Teilnehmern feststellen. Nicht nur bei meinen Coaching-Teilnehmern, auch bei meinen Freunden, bei anderen Männern, wenn ich sie sehe, wie sie im Club mit Frauen flirten. Diese Fehler konnte ich bei mir selbst beobachten. Und jeder dieser einzigen Fehler führt dazu, dass deine Chancen mit Frauen sinken. Und das Problem ist, dass die meisten Männer nicht nur einen dieser Fehler machen, sondern wirklich alle 6 Fehler. Also bitte sei aufmerksam bis zum Ende mit dabei und frag dich immer, mache ich das? Und schau mal, ich gebe dir natürlich auch Möglichkeiten mit, wie du dieses Verhalten in Zukunft ändern kannst und so die Frauen, die du wirklich willst, für dich gewinnen kannst. Bevor wir jetzt voll und ganz einsteigen ins Thema, lass einen Daumen nach oben da, wenn du dir irgendwann denkst, yes, cool, bin ich voll mit down. Also wenn dir das Video gefällt, abonniere den Kanal hier unten in der Ecke, einfach mal klicken, lass einen Kommentar da mit Fragen, Anregungen, Kritik, lieben Grüßen und check die Infobox. Dort gibt es 2 interessante Links für dich mit kostenlosen, weiterführenden Inhalten zu diesem Thema. Kommen wir nun direkt zum allerersten Punkt und das ist etwas, das beobachte ich quasi bei jedem meiner Coaching-Teilnehmer. Völlig egal, ob jemand zu mir kommt und schon viele Frauen angesprochen hat oder egal, ob jemand zu mir kommt und noch keine Frauen angesprochen hat. Die meisten Männer oder quasi fast alle Männer sind zu nett. Jetzt grundsätzlich der Trugschluss, den viele Männer immer haben, wenn ich sage, hey, du bist zu nett, dann denken sie, sie müssen ein Arschloch sein. Nein, versteh mich bitte nicht falsch. Du solltest nur verstehen, woher dieses Nettsein kommt. Und meine Beobachtung ist immer wieder, dass die meisten Männer es der Frau recht machen wollen, erstens, und dass sie zweitens unbedingt, koste es, was es wolle, der Frau gegenüber sich selbst in einem guten Licht darstellen möchten. Und zu diesem guten Licht gehört unter anderem, dass man nett ist. Denn wir alle sind so aufgewachsen, wir haben alle gelernt, es ist gut, nett zu sein. Wir haben gelernt, auf Erfahrung basierend, wenn ich nett bin, dann mögen mich andere. Wenn ich nett bin, dann XYZ. Und grundsätzlich, verstehe mich nicht falsch, du sollst nicht nett sein. Du sollst nur verstehen, was dahinter steckt. Also versuch nicht, es der Frau recht zu machen. Versuch nicht, alles für sie zu tun, sondern im Endeffekt versuch einfach, du selbst zu sein. Versuch, die Dinge zu sagen, die du gerne sagen möchtest. Wenn du eine Meinung hast, die entgegengesetzt ihrer Meinung ist, dann sag diese. Wenn sie etwas tut und dir gefällt das nicht, dann sag, hey, stopp, warum machst du das? Also sei nicht auf Teufel komm raus nett, sondern verhalte dich einer Frau gegenüber so, als würdest du mit einem guten Freund sprechen. Denn einem guten Freund gegenüber bist du auch nicht immer nett, sondern du sagst auch mal deine Meinung, wenn irgendetwas nicht passt. Jetzt, der Trugschluss, der daraus entsteht, habe ich schon kurz gesagt, ist es, man muss ein Arsch sein. Das kommt auch daher, dass manche Männer, nicht alle, die zu mir kommen, aber viele, die haben von Pickup gehört. Die haben vom Pickup oder im Zusammenhang mit Pickup auch vom Konzept des Alpha gehört und sie haben gelernt aus Filmen, aus Erfahrung, weil man das eben so sagt, man muss ein Arschloch sein, um erfolgreich mit Frauen zu sein. Aber auch das stimmt nicht. Jetzt wirst du vielleicht oft feststellen, dass Männer, die wirklich erfolgreich mit Frauen, dass sie vielleicht teilweise ein bisschen, dass sie nicht ruppig mit den Frauen sind, aber dass sie vielleicht nicht unbedingt immer freundlich sind. Und das ist wieder genau dieses Verhalten, dass sie einfach nur sich selbst ausdrücken, wie sie sich im Moment fühlen. Und deswegen noch einmal, sei du selbst, drück dich so aus, wie du dich gerade fühlst. Und sprich Themen an, die auf der Seele brennen. Und wenn du darüber gehen willst, dann geh darüber. Und wenn sie nicht mitkommen will, dann sag, hey, mir egal, ich gehe jetzt trotzdem darüber. Ja? Also mach dein eigenes Ding. Und sei aber kein Arsch dabei, sondern sei einfach nur du selbst dabei. Kommen wir nun zum nächsten größten Fehler. Und das ist was, Leute schreiben mir immer und sagen, okay, Sebi, und da ist die eine Frau und ich habe schon XYZ mal geschrieben und sie antwortet aber nicht. Und ja, wahrscheinlich, weil du ihr schon XYZ mal geschrieben hast. Denn die meisten Männer machen den großen Fehler, sie laufen einer Frau hinterher.
Jetzt nicht nur, wenn es ums Thema Schreiben geht, sondern dieses Hinterherlaufen, das kannst du grundsätzlich einfach so, kannst du grundsätzlich vielleicht so interpretieren, dass sie zu viel Interesse an ihr zeigen, dass sie sich im Gespräch, beim Ansprechen merke ich es immer, dass sie sich zu sehr reinlehnen ins Gespräch. Die Frau geht irgendwie, die Frau meinetwegen fühlt sich am Anfang nicht so wohl und geht einen Meter zurück. Das machen Frauen ganz oft am Anfang. Wenn man sie anspricht, dann gehen sie erstmal so ein bisschen zurück. Viele Männer, die gehen, die Frau geht einen Meter in die Richtung und die Männer gehen hier hinterher. Weil viele Männer nicht verstehen, dass wenn die Frau nach hinten geht, dass sie gerade einfach ein bisschen Space braucht. Das ist auch ein weiteres Beispiel für dieses Hinterherlaufen. Das drückt sich auf vielerlei Arten und Weisen aus. Hier bitte ich dich einfach mal ehrlich zu dir selbst zu sein und dich zu fragen, laufe ich Frauen hinterher in manchen Situationen und wie genau kann sich das ausdrücken? Wie gesagt, bei meinen Coaching-Teilnehmern analysieren wir immer diese Situationen. Ich schaue mir immer die Chats dann an und sage, okay, guck mal hier an dieser Stelle, gefährlich im Flirt beim Frauenansprechen. Da sieht man es natürlich sehr stark. Manchmal bin ich dann auch bei einem Date dabei und bin so der stille Beobachter, also je nachdem, aber das ist etwas, was ich immer und immer wieder beobachten konnte. Jetzt, ein Fehler, den ich auch immer wieder beobachte, ist, dass entweder machen Männer zu viele Komplimente oder sie machen gar keine Komplimente. Beides ist nicht gut. Erstmal zu viele Komplimente, es gibt Männer, die sagen, wow, du bist so schön und dann zwei Sekunden später sagen sie, wow, ich mag deine Augen so gern und drei Minuten später sagen sie, wow, deine Haare sind so toll und im Kopf der Frau entsteht so dieses, okay, der steht einfach ultra auf mich und durch diese vielen Komplimente gibst du ihr diese, oder durch zu viele Komplimente gibst du ihr die hundertprozentige Sicherheit, er steht auf mich. Und immer wenn eine Frau die hundertprozentige Sicherheit hat, der steht auf mich, dann gehen deine Chancen in den Keller hinunter, weil das Spielerische an der Sache verloren geht. Diese Ungewissheit. Du merkst es bei dir selbst, in dem Augenblick, wo dir eine Frau nicht sofort antwortet, geht sofort die Denkmaschine an, oh, mag sie mich nicht mehr, will sie mich nicht mehr, fand sie unser Treffen nicht schön, ja. Und genauso ist es natürlich bei Frauen, aber wenn du immer und immer wieder sofort zeigst, durch zu viele Komplimente, dass du sie unbedingt willst, vielleicht sogar brauchst, indem du ihr hinterherläufst, dann ist das sehr unattraktiv. Das Gleiche ist aber, wenn du gar keine Komplimente machst. Ich beobachte das manchmal bei Coaching-Teilnehmern am Anfang, dass sie eine Frau ansprechen und ihr nicht kein einziges Kompliment machen. Gerade beim Ansprechen am Anfang ist es insofern problematisch, weil die Frau nicht wirklich weiß, worum es geht. Es gibt auch die direkte und die indirekte Ansprechmethode. Für die meisten meiner Coaching-Teilnehmer funktioniert die direkte Ansprechmethode besser. Einfach deswegen, weil die Frau direkt von Anfang an weiß, worum es geht. Die indirekte Ansprechmethode ist insofern ein bisschen schwieriger, weil man erst diese Überleitung von einem zum Beispiel nach dem Weg fragen hin zu einem Flirt schaffen muss. Bei der direkten Methode ist der Flirt von Anfang an mehr oder weniger schon vorgegeben. Was ich aber immer wieder beobachte, ist, dass Männer auf dem Coaching oder auch, wenn ich andere Männer sehe, die eine Frau ansprechen, hingehen zu einer Frau und einfach nur sagen, hey, ich habe dich gerade gesehen. Und die Frau denkt sich dann nur, okay, ihr habt mich gerade gesehen, aber was will er jetzt? Ist er ein Promoter? Will er mir irgendwas verkaufen? Ja, das bedeutet, die Frau weiß nicht, worum es geht. Wenn du ihr ein Kompliment machst am Anfang, weiß sie, worum es geht. Kleiner Hinweis zu Komplimenten. Idealerweise machst du ihr Komplimente für, natürlich, wenn sie eine tolle Ausstrahlung hat oder wenn sie einen tollen Charakter hat oder für Sachen, die sie sich selbst ausgesucht hat, zum Beispiel eine tolle Handtasche, tolle Schuhe, ja. Zum Beispiel dafür, dass sie einfach nur gut aussieht, kann sie nichts, weil sie sieht halt einfach nur gut aus. Und gut aussehende Frauen, die bekommen ständig das Kompliment, hey, du siehst gut aus. Deswegen sei hier ein bisschen spezifischer und heb dich von den anderen Männern hier ab. Jetzt lass uns zu den nächsten Punkten kommen. Vorher, wenn du es noch nicht gemacht hast, lass mir einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal jetzt hier unten. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Wenn du es noch nicht gemacht hast, lass mir nebenbei jetzt einen Kommentar mit Fragen, Anregungen und Kritik und check die Infobox. Dort gibt es zwei interessante weiterführende Links. Zum Beispiel einmal die kostenlose Live-Flirt-Ausbildung und noch ein anderer, zweiter cooler Link für dich. Jetzt
Viele Männer, und das beobachte ich bei fast jedem Coaching-Teilnehmer, denken, sie müssen etwas ganz Besonderes machen. Sie müssen immer einen coolen Spruch auf den Lippen haben. Sie müssen immer witzig sein. Sie müssen immer XYZ. Aber sie denken, sie müssen. Das Problem daran ist, durch dieses Müssen setzen sie sich erstens selbst unter Druck. Weil sie immer denken, okay, das, was jetzt die Gedanken, die ich jetzt gerade habe, das, was ich jetzt gerade vielleicht zu dem Thema sagen wollen würde, ist nicht interessant genug, ist nicht witzig genug, ist nicht spannend genug. Das Thema passt gerade nicht. Sie denken immer, ich muss etwas ganz Besonderes machen und tun. Und dadurch sind sie nicht mehr im Moment. Sie sind ständig am Denken, sie sind ständig am Überlegen. Sie hören der Frau nicht mehr wirklich zu. Und dementsprechend, wenn sie der Frau nicht wirklich zuhören, dann können sie Informationen nicht aufnehmen und können diese Informationen wiederum nicht weiter verarbeiten, können nicht darauf eingehen, können nicht tiefer gehen, können keine wirkliche Connection aufbauen. Denn für die Connection, fürs Aufbauen einer Connection ist zuhören, wirklich, wirklich zuhören und erzählen, also wirklich tiefes Erzählen, ehrliches Erzählen, die Grundlage. Ja, und deswegen, du musst nichts Besonderes machen, du musst einfach nur du selbst sein. Und zu guter Letzt, das beobachte ich auch immer wieder, die meisten, die wollen es alleine machen. Und ein ganz großes Learning, das ich damals hatte, ich persönlich, ich habe am Anfang alleine angefangen. Und ich habe ganz lange gebraucht, ich habe ganz viele Fehler gemacht, ich bin draußen rumgelaufen, tagelang, stundenlang und wollte Frauen unbedingt ansprechen und konnte mich einfach nicht überwinden. Auch deswegen, weil ich nicht genau wusste, wie geht's denn, weil ich nicht genau wusste, worauf kommt es denn an? Und ja, Fakt ist, man kann das alles alleine lernen. Fakt ist aber auch, du brauchst 10.000 Mal länger. Mein Durchbruch kam, als ich damals meinen ersten Workshop gemacht habe. Danach hat es bei mir Klack gemacht, weil ich endlich mal jemanden hatte, der von außen sich angeschaut hat. Was mache ich denn überhaupt? Wo sind meine Fehler? Und manche dieser Fehler sind ganz klein, aber du brauchst jemanden, der von draußen mal drauf guckt. Also hol dir Hilfe, sei es ein guter Freund, sei es irgendein Kollege oder hol dir Hilfe in Form eines Coachings. Das muss nicht bei mir sein, das kann aber bei mir sein. Und ich möchte dich dabei unterstützen und du kannst jetzt einfach mal hier klicken und kannst dir ein kostenloses Strategiegespräch sichern. In diesem Strategiegespräch schauen wir uns deine Situation genau an und erarbeiten für dich eine individuelle Strategie, mit deren Hilfe du Frauen locker entspannt im Alltag ansprechen kannst, sie für dich gewinnen kannst, flirtige Gespräche führen kannst und Dates, Sex und Beziehungen haben kannst. Diese Strategie kannst du entweder nehmen und alleine damit arbeiten oder aber du kannst sie mit mir gemeinsam umsetzen, das ist aber überhaupt kein Muss. Klick jetzt hier oder hier, um dir dieses Strategiegespräch zu sichern. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, also be fast, check. Abonnier den Kanal hier und hier gibt es ein weiterführendes Video zu diesem Thema. Ich freue mich, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.